Hallo Freunde und willkommen. In diesem Video kurz gezeigt, wie wir die sogenannte Rich Search Suggestions, was so gut wie reiche Suchvorschläge heißt, in den Google Chrome Webbrowser, ja, in unserer Omnibox hier, aktivieren bzw. deaktivieren können. Was genau damit gemeint ist, wir haben ja hier die Möglichkeit, wenn wir nach etwas suchen oder nach jemand vielleicht, uns kleine Bilder anzeigen zu lassen, ja, hier zack. Und wenn wir jetzt nach Angelina Jolie beispielsweise suchen, bekommen wir hier die Vorschläge samt kleines Bildchen angezeigt. So eine Art erweiterte Suche, wenn man so möchte. Finde ich auf jeden Fall ziemlich, ja, nützlich, wenn wir beispielsweise nach Personen hier suchen, wenn wir nach Angebote jetzt suchen. Vielleicht nicht so. Jedenfalls wollte ich euch zeigen, wo wir diese Option finden, ja, wo wir das aktivieren bzw. deaktivieren können. Wie gesagt, da diese Option etwas versteckt ist und wir hier in den normalen Einstellungen sozusagen nicht finden werden. Genau, und zwar müssen wir hier auf die hier Chrome Flex Seite, ja, mit Chrome Doppelpunkt slash slash flex und Enter. Hier haben wir diese, ja, mehr oder weniger experimentelle Optionen sind hier zu finden. Und hier suchen wir einfach, bei mir ist das jetzt hier ganz oben drauf, weil ich vorhin gespielt habe nach Rich hier, ja, hier in das Suchfeld eingeben und Enter. Und hier haben wir unsere Funktion, ja, Omnibox Rich Entity Suggestions nennt sich das. Standardmäßig ist hier Default. Ich denke, ja, wir haben hier drei Möglichkeiten. Also Standard, hier Default, Enabled und Disabled. Aber ich denke, Default ist Disabled. Also standardmäßig ist noch deaktiviert. Hier denke ich. Ich teste das mal ganz schnell. Zack, okay, ich setze das jetzt mal auf Standard und starte den Browser neu. Und genau, schon werden die Vorschläge hier ohne Bildchen angezeigt. Ja, also die Option, die finden wir hier, Omnibox Rich Entity Suggestions. Einfach, wer das, ja, benutzen mag, wer das, ja, hilfreich findet, hier auf Enabled. Umstellen, relaunchen, hier einmal den Browser neu starten und schon werden die Vorschläge hier mit Bildchen angezeigt. Ja, das war es im Prinzip auch schon alles, was ich euch jetzt hier schnell zeigen wollte. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Über ein Like freue ich mich natürlich auch, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.